Hi, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelenklopfen und herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Was für eine Schnapszahl. Ich bin total gespannt, was das Jahr uns allen bringen wird. Ich bin mir sicher, es wird ziemlich viel Umbruch bringen und ziemlich viel Transformation. Und naja, ist vielleicht ein bisschen beängstigend, aber ich glaube, es ist auch gut so, weil es einfach an der Zeit ist, dass sich hier ein bisschen was ändert. Und ich möchte euch heute in meinem ersten Video im neuen Jahr ein bisschen erzählen, was ich mir vorgenommen habe für mein neues Jahr hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr in den gegenseitigen Austausch gehen. Ich bin ja eigentlich gelernte Pädagogin, also ich habe Lehramt studiert und möchte ein bisschen wegkommen von diesem Frontalunterricht. Ja, also ich erzähle, ihr hört zu. Weil so langsam, ich habe jetzt, ich glaube, fast 150 Videos gemacht und habe das Gefühl, mit meiner Weisheit bin ich auch so langsam am Ende und habe euch eigentlich so ziemlich alles erzählt. Ab und zu kommen mir schon nochmal Ideen für Themen, aber ich habe schon ziemlich viel eigentlich abgearbeitet sozusagen. Und da draußen gibt es so viele Menschen mit so vielen weiteren Erfahrungen, die sie an euch weitergeben können, dass ich das irgendwie schön finde, wenn wir einen Weg finden, wie wir über meinen YouTube-Kanal euch in den Austausch bringen. Ich habe ja schon die Facebook-Gruppe gegründet, also wer da rein möchte, um sich da auszutauschen mit Gleichgesinnten, kommt gerne. Nach wie vor, liebe dich selbst, denn du bist wunderbar, heißt die Gruppe. Und ich habe aber auch gedacht, ich habe ja schon so eine kleine Reihe gemacht mit Videos, mit Erfolgsinterviews. Erfolgsgeschichten inspirierender Menschen mit Depressionen. Da gibt es auch demnächst, nächste Woche nochmal ein neues, weil ich das total spannend finde, wenn ihr so ein bisschen mitbekommt, wie andere das erlebt haben, wie die von ihrer Krise erzählen und vor allen Dingen, wenn sie erzählen, wie sie da wieder rausgekommen sind. Bis jetzt waren das aber nicht so viele, weil bis jetzt waren das eben nur Menschen, die ihre Krise komplett oder so gut wie überwunden hatten. Und falls ihr das Video gesehen habt über die therapeutischen Missverständnisse, da ging es in irgendeinem Punkt darum, dass es ein Missverständnis ist, zu glauben, man hätte erst dann Erfolg gehabt, wenn man ganz draußen ist aus der Krise und wenn das Leben nur noch glatt läuft und überhaupt nichts mehr schief läuft. Und das ist ja nicht so. Sondern es ist ganz wichtig, dass wir uns auch auf die kleinen Erfolge des Alltags konzentrieren. Weil das ist da, wo wirklich Heilung passiert, wo Veränderung passiert. Wenn wir kleine, scheinbar unbedeutende Alltagssituationen erleben, in denen zum Beispiel es Klick macht, weil wir plötzlich was verstanden haben, oder in denen wir es zum ersten Mal hingekriegt haben, uns darüber bewusst zu werden, was hier in Wirklichkeit gerade läuft, im Hintergrund sozusagen, bei meinen inneren Mustern. Oder wo wir es eben, wo wir auch den zweiten Schritt gegangen sind und es geschafft haben, unser Verhalten zu ändern. So Schlüsselmomente, wo es dir zum ersten Mal gelungen ist, neu zu reagieren, anders zu reagieren, nicht mehr so wie früher, auszurasten oder Angst zu kriegen oder dich zurückzuziehen, sondern zum ersten Mal vielleicht selbstbewusst zu bleiben und zu sagen, nein, möchte ich nicht oder solche Dinge. Ja? Und ich habe so die Idee gehabt, dass ihr euch vielleicht gegenseitig davon erzählen könnt. Wenn das nur so Kleinigkeiten sind, muss man da ja nicht gleich ein ganzes halbstündiges Interview draus machen, sondern ihr könntet zum Beispiel einfach mal so ein 2-Minuten-Video mit dem Handy aufnehmen und den anderen erzählen, das und das ist mir passiert, da habe ich zuerst so und so reagiert, aber dann habe ich es geschafft, das und das draus zu machen. Und da habe ich endlich verstanden, dass ich, ja, also, ja, solche Dinge, solche Alltagsdinge. Das finde ich ganz cool. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der jetzt gerade denkt, ja, ich hatte da neulich sowas, das hat mich echt, die Situation hat mich echt weitergebracht und seitdem gelingt mir das und das besser. Dann würde ich mich total freuen. Wenn ihr euch nicht traut, ein Video zu machen, müsst ihr nicht. Dann könntet ihr zum Beispiel auch mir eure Geschichte per E-Mail schreiben und ich lese das vor. Entweder mit Namen oder ohne Namen, so wie ihr das möchtet. Aber einfach, dass wir uns noch ein bisschen besser austauschen. Ich habe ja schon auf meiner Website auch jetzt eine Seite eingerichtet mit Erfolgsrezepten, wo ihr das auch selber eintragen dürft. Das können schon Kleinigkeiten sein. Ja? Also denkt nicht, ich bin ja noch nicht so weit, ich habe nichts vorzuweisen, für mich ist das nichts, sondern doch, ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon solche kleinen Situationen gehabt. Und ich möchte euch damit auch dazu anregen, ein bisschen danach zu suchen, ja? Euch bewusst zu werden über eure kleinen Erfolge und die den anderen mitzuteilen. Also,
Deswegen möchte ich hiermit einen kleinen Aufruf starten, dass ihr euch bei mir meldet, wenn ihr sowas habt. Und sei es, dass ihr auch mit einem Medikament ganz zufrieden seid, was funktioniert. Es kann alles Mögliche sein. Es ist ganz egal, was es ist. Ja? Oder dass ihr, weiß ich nicht, irgendwas Pflanzliches gefunden habt, was zum Schlafen hilft. Oder, ja? Also irgendwas, das würde mich sehr freuen. Und damit ihr ungefähr versteht, was ich damit meine, möchte ich euch jetzt noch so eine Schlüsselsituation von mir erzählen, wo ich was gelernt habe und wo ich es geschafft habe, in einer kleinen, scheinbar unbedeutenden Alltagssituation aus meiner Komfortzone rauszugehen und wirklich was zu verändern. Und zwar, ich habe darüber nämlich ein Video gemacht in meiner Facebook-Gruppe, vor, ach weiß ich nicht, 2 Jahren oder so war das. Da hatte ich gerade ein Video gemacht im Auto auf dem Weg nach Köln und habe über Loslassen gesprochen und am Ende dann meine tollen, klugen Weisheiten zum Besten gegeben. Nimm das Leben so, wie es kommt, sei dankbar für alles, was da ist, auch für die unangenehmen Dinge und so. So, und habe dann eine Minute später, nachdem ich das Video beendet hatte, ist mir dann direkt sowas passiert. Also wer von euch das Video gesehen hat über das Gesetz der Gegensätze, da spreche ich ja auch über diese Prüfungen. Oder nee, das ist, glaube ich, ein anderes Video. Irgendwas mit Lebensprüfungen. Auf jeden Fall dieses Phänomen, das du bestimmt auch kennst, wenn du gerade es geschafft hast, etwas zum Positiven zu verändern oder auch noch nicht geschafft, sondern hast du dir nur fest vorgenommen, dann passiert irgendwas, was dich wieder zurückwirft. Wo ich immer gesagt habe, da kommt das Leben mit der Bratpfanne und macht Bäm und sagt dir, nö, du nicht. So habe ich das früher verstanden. Mittlerweile habe ich verstanden, dass es eine Prüfung ist. Oder was heißt verstanden? Ich habe es für mich so interpretiert. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt jetzt die Wahrheit, ne? Sondern es ist einfach das, was mir am meisten hilft, so. Das so zu betrachten. Es ist eine Lebensprüfung. Das Leben fragt mich, meinst du das auch wirklich? Und ziehst du es auch selber durch, was du hier den Leuten erzählst? So. Also, diese Alltagssituation war so. Ich war im Auto, habe das Video beendet und eine Minute später bin ich auf den Aldi-Parkplatz gefahren. Auf dem Aldi-Parkplatz habe ich schon festgestellt, passieren mir häufiger solche Schlüsselsituationen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Klassiker aus dem Alltag, kennt ihr bestimmt alle. Und zwar bin ich auf einen Aldi-Parkplatz gefahren mit so einer Schranke, wo man normalerweise problemlos einfach reinfahren kann. Und da war jetzt aber Weihnachtsmarkt, deswegen waren die Parkplätze begrenzt. Und deswegen stand da ein Schild, Aldi-Parkplatz 3 Euro. So. Und ich wollte nur 5 Minuten da parken und wollte irgendwie nur 3 Sachen kaufen. Und habe mich dann plötzlich wahnsinnig aufgeregt. So, nee, 3 Euro extra, ich will doch nur 3 Sachen kaufen, das kann nicht wahr sein. Ich muss hier wieder zurück. Geguckt, und da war aber hinter mir jemand und ich konnte nicht mehr raus aus der Schranke. Und habe mich in dem Moment so in Rage aufgeregt, nachdem ich eine Minute vorher irgendwas erzählt hatte von wegen loslassen, nimm die Dinge, wie sie kommen. So habe ich diese Prüfung bekommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich aufgeregt habe, hat es dann Klick gemacht. Das war der Klickmoment, wo ich verstanden habe, das ist die Prüfung. Ja klar, das ist jetzt nicht, damit ich wieder umkehre, sondern das ist die Prüfung. Jetzt gilt es, wirklich loszulassen. Und dann habe ich ganz tief durchgeatmet, bin reingefahren und bevor ich in den Aldi gegangen bin, habe ich mir noch ein paar Minuten für mich genommen. Das ist ganz wichtig, ja? Wenn ihr solche Situationen erlebt, dass ihr dann wirklich das Außen für ein paar Minuten abschaltet, verzieht euch irgendwo hin. Bei mir ging das jetzt, weil ich allein im Auto war, wenn es auf der Arbeit ist oder so, verzieht euch aufs Klo oder nach draußen oder sonst was, sodass ihr euch Zeit nehmt, dass ihr euch klar macht, diese Alltagssituation. Die ist jetzt kein Pech, die ist kein Zufall, die ist auch nicht, um mich zu ärgern, sondern das ist jetzt ein Schlüsselmoment, wo ich die Chance habe, das Beste draus zu machen für mich und meine persönliche Entwicklung. Ja? Hier geht es nicht darum, dass der Chef die Aufgabe gelöst bekommt, dass das gemacht wird, das Außen ist überhaupt nicht wichtig. Die Schlüsselmomente sind für uns, für unsere Entwicklung und deswegen sollten wir die nutzen. Ja? So, und deswegen habe ich auf diesem Parkplatz noch ein paar Minuten mir genommen für mich und habe mir bewusst gemacht, was passiert hier gerade. Und habe mich dann gefragt, okay, was wäre, wenn ich jetzt loslasse? Weil das ist ja so, die Gedanken, das geht ja immer so weiter. Und wie kann das und das kann das eine Unverschämtheit und 3 Euro extra, lalalala. So, und daraus auszubrechen, das ist die Kunst. Dann zu sagen, stopp, was wäre, wenn ich jetzt loslasse?
Scheiß auf die 3 Euro, die machen mich nicht arm. Da geht es nur um so ein Grundsatzding, dass man sich ärgert über 3 Euro unnötig bezahlen. Aber eigentlich werden mich diese 3 Euro nicht arm machen. So, also wirklich mal wieder zurückkommen zur Objektivität. Und dann habe ich die Augen geschlossen, durchgeatmet und losgelassen. Okay, dann zahle ich eben 3 Euro. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden mit dem, was hier passiert. Ganz egal, ich zahle die 3 Euro. Ist okay. Das war der Moment. Das war der Schlüsselmoment. Und der hat sofort meinen Ärger sich auflösen lassen. Oh, mein Telefon klingelt. Sorry. Genau im richtigen Moment ruft jetzt hier jemand an. Aber ich bin nicht mehr so perfektionistisch wie früher. Deswegen lasse ich es jetzt einfach drin und mache jetzt nicht das ganze Video nochmal. Hätte ich früher wahrscheinlich gemacht. Dieser Moment war gerade als Geschenk für mich, damit ich merke, wie weit ich schon bin, dass ich mich jetzt traue, dieses scheiß Telefon drin zu lassen. Okay, also, der entscheidende Moment war der, wo ich umgedacht habe, wo es mir gelungen ist, das, was ich vorher theoretisch gelernt habe, umzusetzen im Alltag, in den unbedeutendsten Alltagssituationen. So, und ich erzähle dir auch noch kurz, wie diese Szene ausgegangen ist. Es war dann nämlich so, dadurch, dass ich losgelassen habe und meinen Stress runtergefahren habe, dadurch hatte ich nicht mehr dieses eingeschränkte Denken. Ja? Wenn das Gehirn unter Stress steht, dann sieht es ja nur noch so scheuklappenmäßig. Und man sieht keine Möglichkeiten mehr. Und dadurch, dass ich das runtergefahren habe, sah ich plötzlich wieder Möglichkeiten. Das heißt, ich habe dann hab an der Kasse gefragt, ich habe mich getraut zu fragen, kann es sein, dass ich jetzt wirklich 3 Euro extra zahlen muss? Und hat die Frau gesagt, nein, natürlich nicht. Wenn Sie hier Kunde sind, dann müssen Sie nicht die 3 Euro bezahlen. Sie müssen nur Ihre Parkkarte da entwerten. Und ich bin sicher, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich mit diesem Stressding da reingegangen wäre, dann wäre mir das nicht aufgefallen oder ich wäre nicht auf die Idee gekommen und ich hätte mich einfach immer nur geärgert. Also früher hatte ich das sehr extrem und hätte dann vielleicht noch eine Freundin angerufen, um der zu erzählen, wie ich mich aufgeregt habe. Oder ja, vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dich dann 100 Mal darüber aufregst und abends das dann nochmal deinem Partner erzählst, wie scheiße das war, dass du 3 Euro extra. Ja? Und dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, habe ich die Möglichkeit gesehen, dass ich das nicht bezahlen muss. Weil ich als Aldi-Kunde das nicht musste. Also das sind diese kleinen Schlüsselmomente. Also ich habe total viel gelernt für mich in der Situation. Und vielleicht kennst du solche Momente und es würde mich total freuen, wenn du dich trauen würdest, solche Momente auf unserem Kanal zu erzählen. Ja? Entweder mit einem kleinen kurzen Video, weiß ich nicht, 2, 3 Minuten, oder also ich würde das dann einblenden oder mir das als Text schreiben, dass ich das vorlesen kann oder so. Ja, das fände ich ganz cool, dass wir mal langsam vom Allgemeinen zum Konkreten kommen, weil vieles von dem, was ich euch erzähle, ist so allgemein gehalten. Und das geht ja immer darum, wie wende ich das konkret an. Ne? Und da gibt es einfach da gibt es viel Potenzial. Bei über 6.000 Abonnenten, da gibt es viele Menschen, die Erfolge hatten und wir sollten uns wirklich gegenseitig helfen und uns da austauschen. Ja, also, ihr Lieben, ich würde mich sehr freuen. Meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt es auch einfach in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das auch in den nächsten Videos übernehmen. Und wenn es jemanden von euch gibt, der gerne mal ein Interview mit mir machen möchte, weil ihr das Gefühl habt, ich bin schon so weit, ihr müsst nicht durch sein, aber wenn ihr schon so weit seid, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt jetzt im Nachhinein schon so ein bisschen auf eure Krise blicken. Dann meldet euch auch gerne bei mir. Ja, also ich freue mich immer über weitere Interviews. Da werden demnächst noch welche kommen von ganz wunderbaren Menschen, die schon relativ weit sind auf ihrem Weg, damit wir uns gegenseitig immer wieder Hoffnung machen und uns zeigen, ja, man kann da rauskommen. Also, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.